Am 2. und 3. Oktober findet wieder die Sperrmüllsammlung der Stadtgemeinde Friesach statt. Diese Aktion wird als freiwillige Leistung kostenlos angeboten. Im Bau- und Recyclinghof Friesach anliefern dürft ihr Althölzer, zerlegte Möbel, Teppiche, Matratzen, Spanplatten, Bodenbelege, Vorhangkarnisen und Ski. An beiden Tagen von 7 bis 17 Uhr. Das PDF mit detaillierten Infos dazu findet ihr unter friesach-gv.at unter Termine. Zum Thema Selbstheilung lädt euch der Verein Friesach im Wandel zu einem Vortrag in den Festsaal der Gemeinde. Wer den Vortrag hält, weiß Sladana Kerschbaumer. Unsere Vortragin im Oktober ist Herr Primar Licker. Möchte euch herzlich einladen zu unserer Veranstaltung von Verein Friesach im Wandel. Herzlich willkommen. Hallo, hier ist Moderator Seppi Rukavina. Am 14. Oktober sind wir in Friesach mit dem Fest der Stimmen in der Aula im Krankenhaus Friesach. Mit dabei das Doppelsextett Fellen unter der Leitung von Niki Dulnig. Dann die Rosenthaler, ein toller Männerchor unter der Führung von Thomas Tischler. Und Fina Plus, ein ganz tolles, junges Ensemble. Zwei Damen, zwei Herren sind da mit dabei und es wird wieder ein Klangerlebnis, wie wir es vom Fest der Stimmen gewohnt sind. Wäre schön, wenn Sie vorbeischauen würden. Ich würde mich freuen. Wir würden uns freuen am 14. Oktober in der Aula im Krankenhaus Friesach. Den FAC könnt ihr wieder bei den zwei Heimspielen im Oktober unterstützen. Am 14. gegen HSV Klagenfurt und am 28. gegen Krumpendorf Pörtschach. Mitfiebern könnt ihr an beiden Tagen jeweils ab 15 Uhr im Olsa-Stadion. 72 Stunden ohne Kompromiss. Etwa 5000 Jugendliche lösen innerhalb von 72 Stunden gemeinnützige Aufgaben. Friesach wird dabei vom Jugendzentrum Kastel repräsentiert. Wir haben dieses Jahr eben die 30 Jahre vom Jugendzentrum und dass die Jugendlichen gescheit eingebunden werden, wollen wir innerhalb dieser 72 Stunden die komplette Organisation eigentlich machen. Natürlich gehören Vorbereitungen dazu, die was vorher schon stattfinden, aber die Hauptorganisation soll dann diese 72 Stunden sein und am Samstag soll dann die Feierlichkeit stattfinden. Musikliebhaber, aufgepasst! Der Herbst hält ein weiteres musikalisches Highlight für uns bereit. Am Samstag, dem 21. Oktober, laden die Stadtkapelle Friesach und der Singkreis Ars Musica Althofen zu einem Chor- und Orchesterkonzert in der Propsteikirche von Friesach ein. Am Nationalfeiertag, den 26. Oktober, laden dich die Naturfreunde Friesach zum Wandern ein. Los geht's um 9.30 Uhr. Treffpunkt ist am Hauptplatz in Friesach. Der Friesacher Theatersommer 2023 ist vorbei, aber schon im Herbst gibt es die nächste Produktion der Burghofspiele, und zwar einen erotisch angehauchten Lachschlager. Schauspielerin Christina Kogler kennt die pikanten Details. Wir präsentieren heuer im Theaterherbst etwas, was so manch einer vielleicht gerne machen wird, einen Seitensprung für zwei. Ja, das ist aber normal, oder, dass zwei Leute dabei beteiligt sind? Also Paul und ich, wir sind seit 24 Jahren verheiratet und unsere beste Freundin und unser bester Freund behaupten, unsere Ehe wäre fad, eingefahren und stünde in Wirklichkeit schon kurz vor dem Ende. Was uns retten könnte, wäre ein Seitensprung. Und wie das Ganze dann ausgeht, kann man ab wann sehen, Christina? Ab 27. Oktober im Stadtsaal zu Friesach. Am Sonntag, den 29. Oktober, übernimmt der Chor des Kulturforums Friesach die musikalische Gestaltung der Messe in der Propsteikirche Friesach. Beginn ist um 10 Uhr. Alle aktuellen Termine findet ihr unter friesach.gv.
gv.at/unser-friesach/termine.